Hallo ihr Lieben, ich bin Handy Edition und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Aszendenten-Herausforderung abschließen könnt. Sobald ihr in die träumende Stadt kommt, könnt ihr bei Petra Venci drei Weekly Quests, also drei wöchentliche Quests abholen. Eine davon ist die Aszendenten-Herausforderung. Diese Quest ist eigentlich ganz simpel und ihr braucht auch keinen Partner, um sie abzuschließen. Zuerst müsst ihr euch in der träumenden Stadt ein wenig umsehen, Events machen, Patrouillenmissionen und dann werdet ihr einen Verbrauchsgegenstand, der sich Königinnenlaub-Tinktur nennt, bekommen. Dieser Gegenstand ist dafür da, damit ihr die andere Seite von der träumenden Stadt sehen könnt. Das bedeutet die Aszendentenebene. Sobald ihr diese Tinktur aktiviert, habt ihr 30 Minuten lang Zeit, neue Sachen in der träumenden Stadt zu entdecken. Zum Beispiel hier bei diesem Tor erscheinen auf der linken Seite Platten, die ihr hinaufspringen könnt. Ganz oben befindet sich dann eine Kiste. Diese Platten sieht man nur, wenn man diese Tinktur aktiviert hat. Das heißt für euch, wenn ihr einige von diesen Gegenständen im Inventar habt, könnt ihr sie aktivieren und die träumende Stadt etwas anders erkunden. So, und nun kommen wir wieder zu der wöchentlichen Quest Aszendenten-Herausforderung. Ihr müsst diesen Gegenstand, diese Tinktur, die ich euch jetzt gezeigt habe, aktivieren und zu Petra fliegen. Und gleich neben Petra findet ihr einen verlorenen Sektor. In diesem müsst ihr mit zu einer aktivierten Tinktur reingehen und ihr werdet in der Mitte ein Portal sehen, das sich öffnet. Einfach reinspringen und ihr seid in der Aszendenten-Ebene. Jetzt müsst ihr drinnen vier besessenen Fäule finden und sie zerstören. Sie befinden sich am Rand der Karte. Ihr seht hier im Gameplay, dass ich auch eine Zeit gebraucht habe, um die ganzen Fäulen zu finden, aber so schwer ist das nicht, einfach am Rand der Karte entlanglaufen. Nachdem ihr alle vier Fäulen zerstört habt, müsst ihr in die Mitte der Karte gehen. Dort seht ihr diese Kristalle. Am besten von außen nach innen zerstören, das heißt einfach wieder rundherum im Kreis, so wie hier im Gameplay. Und sobald ihr dann alle Kristalle zerstört habt, ist dieser Boss, der hier in der Mitte auf euch wartet, auch tot. Jetzt könnt ihr den Loot aus der Kiste holen. Und damit ist diese Mission auch abgeschlossen. Ich werde euch jetzt noch das Gameplay von mir laufen lassen, könnt ihr euch noch ansehen, wie ich das gemacht habe. Auf jeden Fall, falls ihr mehr Videos von Destiny sehen wollt, wenn ihr mehr Tipps und Tricks haben möchtet oder mehr über die Story erfahren möchtet, dann lasst gerne ein Abo da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Andy Edition is back.